Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Stuttgarts koloniale Vergangenheit. Ich möchte Sie hier sehr herzlich begrüßen, auch im Namen der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde. Wir sind hier sehr viele Personen. Wir freuen uns extrem über das Interesse. Das Programm hat noch nicht alle zugelassen. Der Vortrag ist vollkommen ausverkauft mit 250 Teilnehmern. Sehr viele sind da, viele Partner von uns, die ich möchte vor allen Dingen, vielleicht erlauben Sie mir zu begrüßen, vor allen Dingen Vertreterinnen und Vertretern unserer Kooperationspartnern, wie zum Beispiel das Haus der Geschichte, das Stadtarchiv, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter des MWKs und natürlich auch der Presse. Schön, dass Sie alle da sind. Die Geschichte unseres Hauses, die Geschichte des Lindenmuseums, ist sehr eng mit der Kolonialzeit in Württemberg verbunden. Ein großer Teil unserer Sammlung ist mit Hilfe kolonialer Machtstrukturen in unser Haus gelangt. In dieser Zeit haben auch sicher Ausstellungen und Programme dazu beigetragen, eine kulturelle Hierarchisierung und auch eine Andersmachung des Fremden zu fördern. Daraus folgt für uns eine sehr große Verantwortung. Wir möchten uns offen und selbstkritisch mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Seit vielen Jahren arbeiten wir daran, in enger Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der sogenannten Herkunftsgesellschaften, mit Provenienzforschung und mit verschiedenen dialogischen Projekten. Als wir im Zuge der Provenienzforschung zur Kolonialzeit feststellten, dass es kaum Literatur über die Kolonialzeit in Württemberg gibt, baten wir den Historiker Dr. Heiko Wegmann, diese Dokumente aufzuarbeiten, ein Jahr lang auf Basis eines Werkvertrags. Zunächst einmal war diese Aufgabe der Aufarbeitung der Kolonialzeit Württembergs eigentlich nur als Rahmen für unsere Provenienzforschung Kolonialzeit gedacht. Doch die Ergebnisse waren so bedeutend und vor allen Dingen auch so neu, dass wir uns dazu entschlossen haben, eine Ausstellung daraus zu machen. Die Ausstellung Schwieriges Erbe, Lindenmuseum und Württemberg im Kolonialismus. Eine Ausstellung, die eigentlich am 25. November hätte eröffnet werden sollen, aber natürlich durch die Pandemie noch nicht offen ist. Dieser Vortrag läuft also im Begleitprogramm zu dieser Ausstellung. Die Ausstellung Schwieriges Erbe ist kuratiert von Herrn Markus Himmelsbach, Provenienzforscher am Lindenmuseum, und von Dr. Heiko Wegmann. Die Ausstellung fokussiert erst einmal auf die interne Sicht. Die Aufarbeitung muss sicherlich weitergehen und auch sicherlich in Zukunft breiter gedacht werden. Aber es würde uns freuen, wenn wir jetzt schon mal mit der Ausstellung, wenn sie dann geöffnet werden kann, und mit dem Begleitprogramm, zu dem auch dieser Vortrag gehört, dazu beitragen können, diesen wichtigen gesellschaftlichen Diskurs in die Breite zu bringen. Wir bieten Ihnen also heute Abend den Vortrag Stuttgarts koloniale Vergangenheit vom Provenienzforscher des Lindenmuseums Markus Himmelsbach. Und wir danken vor allen Dingen auch dem Kooperationspartner Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde für die Zusammenarbeit auch während dieses Vortrags. Herr Himmelsbach, Sie haben das Wort. Ich freue mich natürlich sehr über diese zahlreichen Besucher, die jetzt heute meinem Vortrag beiwohnen möchten. Und ich darf jetzt über Stuttgarts koloniale Vergangenheit sprechen. Und ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf koloniale Orte in der Stadt. Was hat Stuttgart, was hat Württemberg mit dem Kolonialismus zu tun? Dies ist eine der grundlegenden Fragen, mit denen sich auch die Ausstellung Schwieriges Erbe, Lindenmuseum und Württemberg im Kolonialismus beschäftigt. Gleich zwei Themenmodule der Ausstellung widmen sich daher explizit den kolonialen Spuren in Stuttgart. Das erste stellt die Fragen,
Welche kolonialen Vereine, Unternehmen oder Institutionen gab es in Stuttgart? Wo und wann fanden koloniale Ereignisse, Ausstellungen oder Veranstaltungen statt? Das zweite Modul fragt hingegen, wo und welche kolonialen Denkmäler, Gedenkplatten oder Gedenksteine gab und gibt es? Oder auch koloniale Straßennamen. Dargestellt wird dies zum Beispiel mit einer Württemberg-Karte mit entsprechenden Einzeichnungen sowie einer Karte von Stuttgart. Da wir die Ausstellung bisher ja leider nicht eröffnen konnten und auch nicht absehbar ist, wann dies denn wieder so sein wird, möchte ich heute diesbezüglich schon ein paar Einblicke in die Ausstellung gewähren und Sie auch ein bisschen neugierig machen, das, was Sie an der Ausstellung erwartet. Natürlich kann ich nicht alles in diesen kleinen Vortrag packen oder alles in der Tiefe darlegen, aber Sie sollen ja schließlich auch noch die Ausstellung besuchen und quasi dort den Vortrag fortführen können. Wie Frau de Castro eben schon ja auch angekündigt hat, die Ausstellung ist das Ergebnis von intensiven Recherchen, die wir, das sind Heiko Wegmann und ich als Kuratoren der Ausstellung, durchgeführt haben. Wir haben hauptsächlich aus der Perspektive des Museums heraus nach kolonialen Spuren gesucht und fragten uns, mit welchen kolonialen Themen sich das Museum oder der Trägerverein des Museums in Verbindung bringen lassen. Dementsprechend haben wir auch viele koloniale Orte herausgefunden, die einen Bezug zum Museum aufweisen, aber natürlich nicht nur. Doch zunächst stellt sich die Frage, was denn überhaupt ein kolonialer Ort ist, was ihn ausmacht, was man darunter verstehen könnte. Für die Ausstellung und den Vortrag möchte ich dies noch recht breit halten, um eine möglichst große Bandbreite an verschiedenen Orten präsentieren zu können. Hilfreich ist es dafür, wenn man Kolonialismus als eine Art mentale Struktur, eine Denkweise, eine Ideologie oder als ein gesellschaftliches Phänomen versteht und nicht nur als ein reines Herrschaftsinstrument. Denn Kolonialismus schlug sich nicht nur in den Kolonien nieder, sondern hatten eben auch eine Rückwirkung in die kolonisierenden Länder und somit in die Gesellschaft, also auch in die hiesige, lokale Stuttgarter Stadtgesellschaft. Kolonialismus passierte nicht fernab von Stuttgart. Es geht also weniger darum, wie sich Kolonialismus in den Kolonien manifestiert und welche Folgen es dort hatte, sondern wir beschäftigen uns mit den Rückwirkungen auf die hiesige lokale Ebene. Dies zeigte sich dann auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben Straßen mit kolonialen Benennungen, sei es Benennungen mit den Namen der Kolonien wie Kamerunstraße, Togostraße etc., kolonialen Orten, kolonialen Militärs, oder Pionieren wie Wissmann, Leutwein oder Peters, nach denen auch Straßen benannt wurden oder zu denen es Denkmäler gab. Genauso andere Denkmäler oder Gedenksteine für diese Personen oder auch Ereignisse wie Kolonialkriegen. Auch das fand und findet sich alles in Stuttgart oder auch in Württemberg. Genauso gab es zahlreiche Unternehmen der Kolonialwirtschaft, die in der Kolonialwirtschaft aktiv waren, Plantagen betrieben. Kolonialen Warenläden gab es sowieso zahlreiche Unmengen in Stuttgart. Vereine und Interessensgruppen mit kolonialen Gesinnungen gab es genauso. Den heutigen Adressen oder den heutigen Orten, an denen früher diese Geschäfte, diese Firmen, diese Vereine ihren Sitz hatten, sieht man das heute freilich nicht mehr an. Den meisten kolonialen Orten sieht man die koloniale Vergangenheit nicht mehr an. Oder verbinden Sie zum Beispiel die Universitätsbibliothek Stadtmitte im Stadtgarten mit Kolonialismus? Oder vielleicht das Haus der Wirtschaft, das frühere Landesgewerbemuseum. Können Sie hier koloniale Bezüge erkennen? Oder ganz zentral gelegen, den Königsbau, Königsbaupassagen. Wenn Sie hier wieder shoppen gehen, wenn Sie dort vielleicht etwas trinken, etwas essen. Was hat wohl hier vor über 100 Jahren mit Kolonialbezug stattgefunden? Wie sahen wohl Ausstellungen während der Kolonialzeit in verschiedenen Museen aus? Nicht nur im Lindenmuseum, sondern vielleicht auch im Kunstgebäude? Oder können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie heute den Stadtpalais, den Wilhelmspalais besuchen oder auch das Neue Schloss, dass dies ebenfalls Orte sind, an denen früher koloniale Ereignisse stattfanden? Oder auch ganz banal, das Stuttgarter Landgericht, dass es dort Prozesse gab, die mit kolonialen Bezügen behaftet waren? Ich kann Ihnen sagen, all diese Orte, die ich gerade eben genannt habe, haben koloniale Bezüge. Und es ist nur eine sehr, sehr kleine Auswahl an Orten. Und es sind eigentlich Orte, die viele, ich sage es mal gerade natürlich die aus Stuttgart kennen, an denen sie oftmals dran vorbeilaufen. Das Wissen über diese Orte ist oftmals verloren gegangen oder in Vergessenheit geraten und muss nun halt erst wieder, sage ich mal, ausgegraben werden.
Die Ausstellung und auch dieser und auch noch folgende Vorträge sollen dieses Wissen wieder zurückholen, einen neuen Blick auf Bekanntes, ja auf Alltägliches richten. Die Orte, an denen wir Tag ein, Tag aus einfach vorbeigehen und man ihnen die koloniale Vergangenheit nicht ansieht. Aber warum ist das so? Warum sind diese Orte nicht Teil der kolonialen Erinnerungskultur? Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Wegfall der Kolonien war es mit der kolonialen Idee natürlich noch nicht vorbei. Gerade in den darauffolgenden Zwischenkriegszeit gab es starke kolonialrevisionistische Bestrebungen, also Bemühungen und Forderungen, wieder die alten Kolonien zurückzuerlangen. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Bestrebungen aber weitgehend ausgesetzt. Auch in der Erinnerungskultur stand danach die Aufarbeitung der NS seit langem im Fokus. Deutschland oder das Deutsche Reich mit der Kolonialzeit wurde lange als nicht so wichtig oder relevant eingestuft und war auch nicht so präsent in der Erinnerungskultur. Dabei gibt es sehr viele Kontinuitäten aus dieser Zeit, die bis heute fortwirken. Das liegt auch daran, dass Kolonialismus damals ein gesellschaftliches Thema war und daher Einfluss auf zahlreiche Aspekte des Lebens, des Alltags hatte, einfach prägend war. Man muss sich vor Augen führen, dass Kolonialismus ganz selbstverständlicher Bestandteil des Alltagslebens, der alltäglicher Debatten, präsent in Bildung und Kultur, in der Presse, eben ein ganz normales Alltagsthema war. Ein Fakt, den man heute oftmals einfach vergisst oder einfach gar nicht in Betracht zieht. Heute lesen wir vielleicht die Stuttgarter Zeitung. Damals las man das Schwäbische Tagblatt oder eben zum Beispiel auch die Deutsche Kolonialpost, von der wir hier den Kopf der Zeitung sehen oder der Zeitschrift sehen. Diese wurde unweit von Stuttgart in Linsenhofen, das etwa bei Esslingen, herausgegeben, wurde von dort aus quasi publiziert. Das damalige Kulturprogramm war ebenfalls vom Kolonialismus beeinflusst, sei es mit Ausstellungen über die Kolonien, sei es mit Vorträgen über die kolonialen Aspekte, die nicht selten stereotype Anschauungen verbreiten und so das Bild von den anderen und dem eigenen, dem primitiven, wilden und dem zivilisierten gegenüberstellten und manifestierten und auch teilweise zu rassenkundlichen Pseudowissenschaften führten. Durchgeführt wurde dieses kulturelle Programm von Vereinen, von Gesellschaften, die koloniale Interessen vertraten, kolonialpropagandistisch auftraten und so koloniales Gedankengut in die Gesellschaft verbreiteten. Das frühere Lindmuseum und auch hauptsächlich der Trägerverein, der Württembergische Verein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausland, so wie er in voller Gänze heißt, gehörten genauso zu diesen kolonialen Akteuren und beteiligten sich stark daran. Heute im Jahr 2020 beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Lindenmuseums, mit seiner kolonialen Vergangenheit und machen dazu Vorträge und Ausstellungen, da eben heute die Aufarbeitung des Kolonialismus ein gesellschaftliches, relevantes Thema geworden ist. Freilich sah dies vor 100 Jahren anders aus und die Themen waren auch ein anderes. Hier sehen wir zum Beispiel ein Bild einer Sonderausstellung von vor 100 Jahren des Lindenmuseums. Diese trug auch den Titel »Die Kunst der Primitiven«. Die aktuelle Sonderausstellung ist also auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit des Museums und des Vereins. Schritte zur Aufarbeitung dieses schwierigen und kolonialen Erbes gehört auch damit dazu. Aus diesem Grund möchte ich als einen ersten und auch zentralen kolonialen Ort Stuttgarts das Lindmuseum behandeln. Im heutigen Vortrag soll es daher primär um die Geschichte des Lindmuseums, seinem früheren Trägerverein sowie um die kolonialen Verbindungen gehen, die sie beide einfach hatten. Die heutige Veranstaltung dient somit als Auftakt. Am 13. Januar 2021 wird, wie angekündigt, eine weitere Veranstaltung stattfinden. Bei dieser werde ich weitere koloniale Orte in Stuttgart vorstellen, die ich heute nur kurz anreisen kann. Dies wird dann als eine Art virtueller Stadtrundgang durchgeführt werden. Im Anschluss an den Vortrag wird es dann eben auch noch eine Podiumsdiskussion geben zum Umgang mit dem kolonialen Erbe in der Stadt Stuttgart. Zu diesen Veranstaltungen lade ich es natürlich auch jetzt schon mal recht herzlich ein. Aber lassen Sie uns nun bei dem heutigen Vortrag mit dem Lindmuseum als kolonialen Ort fortfahren. Das Lindmuseum als ein ethnologisches Museum, als ein Museum mit Objekten, die zu großen Teilen während der Kolonialzeit erworben wurden. Das Lindmuseum als ein Hort von Objekten überall aus der Welt. Die kolonialen Bezüge sind also offensichtlich, ja gar nicht naheliegend. Doch wenn man genauer hinschaut, gibt es da noch viel mehr. Weitere Bezüge darüber hinaus, abseits eben der Objekte, die das Museum besitzt. Denn das Museum ist mehr als nur der Hort der Objekte. Das Museum ist einer der wenigen Orte in Stuttgart,
dem man heute auch noch seine koloniale Vergangenheit ansieht. Zumindest, wenn man darauf achtet. Ich gehe mal davon aus, dass vielen das Museumsgebäude bekannt ist und sie auch schon den Weg ins Innere des Museums gefunden haben. Doch ist Ihnen dabei das Eingangsportal aufgefallen? Haben Sie sich schon mal bewusst Zeit genommen, sich dieses Portal eingehender zu betrachten? Oder sind Sie einfach nur schnurstracks ins Museum gelaufen? Viele haben dem Portal bisher wohl noch nicht so viel Beachtung geschenkt oder ist es schlicht nicht aufgefallen. Für die Ausstellung wird das Portal auch inszeniert werden. Das heißt, wenn Sie denn dann irgendwann die Ausstellung oder das Museum besuchen werden, werden Sie auch hier eine Veränderung wahrnehmen können, denn die Ausstellung beginnt bereits dort. Doch gehen wir nun auf das Portal etwas genauer ein. Hier sehen Sie eine aktuelle Großaufnahme des Portals. Das Portal ist das sichtbarste Element, das eindeutig kolonialen Spuren trägt. Das Museumsgebäude wurde 1911 eröffnet. Für das Portal wurde der Bildhauer Gustav Adolf Bredow engagiert. Das Portal besteht aus zwei Säulen, wird umrahmt von einem ornamentierten Reliefband, das vermutlich latein- oder südamerikanische Symbole trägt. Gekrönt wird das Portal von zwei Figuren. Links oben sehen wir eine Figur, die vermutlich einen Menschen aus Deutsch-Neuguinea darstellen soll, und rechts oben eine Person vom afrikanischen Kontinent. Vermutlich sollte diese Darstellung die Sammlungsbereiche des Museums symbolisieren. Allerdings gibt es dazu bisher auch groß keine nennenswerten Unterlagen in den Archiven. Aber auch hier gilt, es gibt noch weitere Spuren, unsichtbare Spuren. In der Mitte auf dem Steg, wenn man ganz genau hinschaut, ist dort auch die Steinfarbe eine andere. Dort war ursprünglich noch eine weitere Figur zu sehen, ein Buddha mit zwei Elefanten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Museum stark beschädigt und diese Figur wurde beim anschließenden Wiederaufbau weggelassen und nur noch historische Fotografien bezeugen die einstige Existenz. Auf diesem Bild sehen wir zuerst einmal die Schäden des Museums, beziehungsweise das ist eine Aufnahme vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Also man sieht auch, dass das Museum seiner Substanz stark beeinträchtigt wurde. Bevor es zerstört wurde, sah das Portal dann so aus. Dieses Foto stammt von der Eröffnungsfeier 1911. Man sieht hier auch die zweite Person von rechts. Das ist der König von Württemberg, Wilhelm. Und was man jetzt auch wirklich hier gut erkennen kann, ist eben diese zentrale Mittelfigur mit dem Buddha und den zwei Elefanten. Was man auch noch sehen kann, ist, dass die Figur, die einen Afrikaner darstellt, beim Wiederaufbau wohl auch leichte Veränderungen erfahren hat. Ursprünglich hatte die Figur noch einen Stab oder einen Stock in der Hand, wie man auf diesem Bild erkennt, der stark an zeitgenössische Darstellungen erinnert, die Afrikaner als Arbeiter, als Untergebene, als Träger reduzieren und verweist so auf die Ausbeutung der Menschen und der Kolonie. Wir sehen hier Zeitungsanzeigen. Das oben ist eine aus der Freiburger Zeitung, unten aus eben der deutschen Kolonialpost. Und hier sehen wir auch, wie damals in der Werbung gearbeitet wurde, wie auch mit Stereotypen oder rassistischen Merkmalen gearbeitet wurden. Die Afrikaner wurden mit wulstigen Lippen, breiten Nasen, einfach typische Stereotype Merkmale abgezeichnet. Und diese finden wir halt eben auch bei dem Portal wieder in dieser Darstellung der Figuren. Das denkmalgeschützte Portal ist also das sichtbarste koloniale Element und somit auch Teil des schwierigen Erbes des Museums. Doch gehen wir hiervon nun einen Schritt weiter. Ein Portal ist ja schließlich auch dazu da, um es zu durchstreiten und in das Innere einzukehren. Denn auch im Museum finden wir abseits unserer Objekte weitere physische Belege der kolonialen Vergangenheit bzw. der kolonialen Verbindung des Museums. Im Treppenhaus hängt heute eine von vier Stifter- oder Ehrentafeln. Jahrzehntelang fristen diese vier Tafeln ein relativ unbedeutendes Dasein im Wannersaal, wurden an der Wand aufgehängt und fanden kaum Beachtung. Zur Gründungszeit des Museums sah dies noch anders aus. Doch was kann man von diesen Tafeln entnehmen? Diese hier zeigt bedeutende Sammler des Museums, also Personen, die dem Museum Sammlungen, Objekte schenkten. Eine weitere benennt Mäzene, also jene, die Sammlungen finanzierten oder Geldbeträge schenkten. Die beiden letzten Tafeln benennen die Ehrenmitglieder des Trägervereins sowie die Träger der Lindmedaille, der höchsten Auszeichnung des Trägervereins, die bis heute in regelmäßigen Abständen verliehen wird. Die erste Lindmedaille sehen wir hier. Angeschafft wurden
wurden diese Tafeln, wo eben auch diese Träger der Lindmedaillen geführt wurden, bereits 1911. Doch wie wir auch eben gesehen haben bei dem Foto des Museums nach dem Zweiten Weltkrieg, sind auch diese Tafeln vermutlich dem Weltkrieg und dem Schaden zum Opfer gefallen und wurden danach durch neue ersetzt. Also die Tafeln, die wir heute im Museum besitzen, sind nicht mehr die originalen Tafeln, wurden aber 1:1 abgeschrieben. Und eben auf diesen Tafeln finden wir Listen von Personen, die sich für das Museum engagierten und somit Ausdruck der kolonialen Verbindungen sind, darunter auch zahlreiche Personen zu finden sind, die selbst in den verschiedensten Winkeln der Welt unterwegs waren und für das Museum sammelten und so zur Mehrung des Objektbestandes beitrugen und Teil des kolonialen Systems waren. Sie sind also Ausdruck des weltweiten Netzwerkes an Kontakten, die der Namenspatron des Museums Karl Graf von Linden aufbaute. Er war die prägende Persönlichkeit des Museums während der Kolonialzeit. Daher wird in der Ausstellung auch besonders ihm und seiner Rolle ein besonderes Augenmerk zuteil. Besonders wenn man denkt, dass er nie in den Kolonien war und nur von seinem Schreibtisch aus agierte und dort jährlich 1000, 1500 bis 2000 Briefe in die Welt hinausschickte und Kontakte knüpfte. Aber auch das überlasse ich dann quasi lieber wieder Ihrem Besuch im Museum, denn dort wird es zu Graf Linden auch eine größere Inszenierung geben. Zurück zu den Gedenktafeln. Hier sehen wir nochmal eine historische Fotografie der Tafeln aus dem Jahre 1911, also kurz nach Eröffnung des Museums. In der Mitte sieht man auch noch eine Skulptur, das stellt Hermann von Sachsen-Weimar, den Protektor, also den Schirmherr des Trägervereins, dar. Tafeln, die Personen gedenken, gibt es in unterschiedlichsten Formen und Bereichen. Hier haben wir jetzt eben Stifter, Spender des Museums. Sie sind aber auch eine Form der Erinnerungskultur, da man sie oft auch mit Ereignissen in Verbindung bringt oder mit verstorbenen Menschen oder Gefallenen. Derartige Erinnerungen begegnen uns heute immer wieder. Gedenktafeln für Gefallene im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg sind, denke ich mal, jedem bekannt oder auch Denkmäler, die sich darauf beziehen. Und das findet man auch in größeren Städten, genauso wie in kleineren Städten oder auch selbst teilweise ja auf dem Dorf. Doch warum gibt es eigentlich so etwas jetzt nicht für die Gefallenen in der Kolonialzeit oder in den kolonialen Kriegen? Gibt es das nicht oder woran liegt denn das eigentlich? Nun, unsere Recherchen haben natürlich auch ergeben, dass es diese genauso gibt oder auch gab. Natürlich nicht in dem Umfang, wie es bei dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg der Fall ist, aber diese Tafeln gab und gibt es genauso. Manchmal finden wir natürlich nur Hinweise in Quellen, dass es diese mal gab und man hat nichts weiter an Informationen dazu. Manchmal findet man auch Fotos, aber auch manchmal findet man auch wirklich noch existierende entsprechende Tafeln. Hier habe ich jetzt einfach mal drei Beispiele, die dann auch in der Ausstellung vorkommen werden und auch dort noch etwas ausführlicher vorgestellt werden können. Das erste Foto zeigt zum Beispiel eine Gedenktafel für gefallene Württemberger während des Herero-Nama-Genozids. Die Tafel existiert heute nicht mehr, befand sich früher aber in der Königsstraße. Die zweite hat ebenfalls einen Bezug zu Deutsch-Südwestafrika und befindet sich noch heute auf dem alten Friedhof in Kornwestheim. Das rechte Bild zeigt eine Stele, die gefallenen Württembergern in den Kolonien gedenkt. Auch diese befindet sich bis heute auf dem Waldfriedhof in Stuttgart. Eine weitere Tafel möchte ich hier zumindest noch kurz anführen, die sich heute im Garnisonsmuseum in Ludwigsburg befindet. In der Ausstellung wird es hierzu auch eine größere Inszenierung geben. Zur Bedeutung und Geschichte dieser Tafel. Diese Tafel gedenkt den Gefallenen in der Südsee. Dr. Heiko Wegmann wird hierzu auch noch einen separaten Vortrag halten. Deswegen möchte ich jetzt auch hier nicht noch weiter darauf eingehen. Bisher habe ich einzelne Aspekte des Museums, sag mal, in seiner physischen Form betrachtet. Doch möchte ich jetzt noch etwas auf die Geschichte des Museums und des Trägervereins eingehen. Als Gründungsdatum des Museums findet man oftmals das Jahr 1911, was eigentlich aber falsch ist, weil 1911 ist lediglich die Eröffnung des Neubaus des Museums, so wie wir es auch heute kennen und auf dem historischen Foto sehen. Das Museum und der Verein bestanden da aber schon wesentlich länger. Das Museum hatte nur einen anderen Namen, denn den Namen Lindmuseum bekam es auch erst 1911 mit dem Neubau. Die Anfänge gehen auf das Jahr 1882 zurück. Also knappe 30 Jahre zuvor. Denn in diesem Jahr wurde der Württembergische Verein für Handelsgeografie und Förderung deutscher Interessen im Ausland in der Stuttgarter Börse gegründet, also noch bevor das Deutsche Reich seine Kolonien bzw. Schutzgebiete hatte.
Das Ziel des Vereins war es, geografische Kenntnisse für den Handel zu nutzen. Also der Verein war also auf Import und Export ausgerichtet und verfolgte ökonomische Absichten. Zu diesem Zweck beschloss man 1884, ein handelsgeografisches Museum zu gründen, in dem man entsprechende Produkte sehen konnte. Waren, die man in die Kolonien exportieren oder von dort importieren konnte. Das Museum diente also als eine Art Anschauungsort. 1889 wurde dann Graf Linden erster Vorsitzender des Vereins und mit ihm fand auch ein Umschwung statt. In den 1890er Jahren wandelte sich der Schwerpunkt des Museums hin zu ethnografischen Objekten, den Alltagsobjekten fremder außereuropäischer Kulturen. Damit einher ging auch eine Umbenennung des Museums in Museum für Völker- und Länderkunde. Unter diesem Namen firmierte es auch bis 1911, ehe es dann eben zu Ehren von Graf Linden in Lindmuseum umbenannt wurde, da er bereits 1910 verstarb, also den Neubau gar nicht mehr erlebte. Bis dahin war die Schaltzentrale des Vereins und des Museums seine Anschrift, seine private Adresse in der Neckarstraße 47, heute ungefähr in der Konrad-Adenauer-Straße. Das Gebäude existiert allerdings nicht mehr. Wir sehen hier nun den Briefkopf des Vereins, das Papier, auf dem Graf Linden pflegte, seine Briefe zu schreiben. Zu erkennen ist auch hier, dass der König von Württemberg Protektor des Schirmherr des Vereins geworden war, nach dem Tod von Hermann von Sachsen-Weimar, den wir vorhin als Skulptur gesehen haben. Man kann mit Sicherheit behaupten, dass Graf Lindens private Adresse auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt. Als Adliger, immerhin Graf, früherer Oberkammerherr des Königs, besaß er ein weitreichendes gesellschaftliches Renommee. Bei ihm fanden Empfänge, Veranstaltungen statt, denen sicherlich auch einige im kolonialen Milieu zuzuordnen sind. Ein Beispiel oder ein sehr prägnantes Beispiel gibt es dann auch wieder in der Ausstellung zu sehen. Doch wo war nun eigentlich das Museum untergebracht, bevor es den Neubau bezog? Hierfür müssen wir auch gar nicht weit laufen, zumindest vom heutigen Standpunkt des Museums aus. Denn es war eigentlich gerade auf der Straße gegenüber, einmal über die Kreuzung, und dort war man dann auch schon. Dort, wo sich heute die Universitätsbibliothek befindet, war früher die Gewerbehalle. Sie erinnern sich vielleicht an den Einstieg, die Universitätsbibliothek als ein kolonialer Ort. Eben an diesem Ort war früher die Gewerbehalle, wenn man so will, die Messehalle Stuttgarts, die 1881 eröffnet wurde. Diese Postkarte zeigt die Gewerbehalle. So ein monumentaler Bau, eine topmoderne Adresse, wenn man das so sagen möchte, und dort bezog das Museum seine Räumlichkeiten. Diese Postkarte zeigt nun auch den Hegelplatz, also die Kreuzung, an der sich die Gewerbehalle befand. Natürlich noch ohne Lindmuseum. Und wenn man ganz genau hinschaut, was es hier natürlich in dieser Präsentation nicht möglich ist, aber man kann sogar noch das Schild an der Gewerbehalle auf dieser Postkarte erkennen, auf der dann quasi der Schriftzug des Museums zu erkennen ist. Was man auch nur sagen kann, der Stuttgarter Karnevalsumzug muss früher zudem ebenfalls an der Gewerbehalle vorbeigekommen sein, denn ein weiteres Foto zeugt davon. Hier zu sehen ist ein Wagen, der vor dem Museum Station macht und fotografiert wurde und ebenfalls koloniale Motive aufweist, sowie auch vermutlich Blackfacing. Auch dieses Bild und die weiteren Zusammenhänge und Bezüge zu, wie es ja auch hier steht, Dernburgs Empfang in Afrika, finden Sie dann auch wieder in der Ausstellung. In der Halle bezogen der Verein und das Museum schon früh seine Räumlichkeiten. Anfangs mietete man Räumlichkeiten in der Galerie der Halle. Nach und nach benötigt man aber immer mehr Platz und dehnte sich aus, bis schließlich halt alles zu klein war und man ein eigenes Museum brauchte. Wir sehen hier zum Beispiel einen Blick in die Ausstellungsräume in der Gewerbehalle, auf der Galerie, durch schön Licht durchflutet, wäre heute ein Albtraum für jeden Konservator oder Restaurator. Aber dort waren die Objekte untergebracht und es wurde jeder Platz ausgenutzt. Im späteren Lindmuseum, also ab 1911, sah die Aufstellung dann doch schon etwas geräumiger aus. Die erste permanente Ausstellung in der Gewerbehalle konnte dann Ende der 1880er Jahre besucht werden. Zuvor war das Museum immer nur geöffnet, wenn quasi zeitgleich eine andere Messe oder eine andere Ausstellung stattfand, die größer war. Also es ist erst mit der Zeit gewachsen. Hier sehen wir es auch noch eine Außenansicht der Gewerbehalle mit dem zugehörigen Stadtgarten. Und
Hier haben wir nochmal eine ähnliche Darstellung und auf diesem Bild sieht man auch am linken Rand noch die Garnisonskirche. Diese Kirche gibt es heute auch nicht mehr. Aber auch dort gab es koloniale Spuren, nämlich eine Gedenkplatte für gefallene Württemberger in den Kolonien. Und diese war eben in dieser Kirche auch aufgehängt. Die Kirche ist allerdings auch im Zweiten Weltkrieg dann beschädigt worden und wurde dann später auch zerstört. Auf diese Platte sind wir zum Beispiel jetzt auch erst kürzlich gestoßen. Das heißt, diese werden Sie dann auch noch nicht in der Ausstellung finden oder aber vielleicht dann etwas im Januar dann dazu mehr, wenn unsere Recherchen dazu auch weiter vorangeschritten sind. Denn auch wenn die Ausstellung eigentlich ja fertig ist und darauf wartet, eröffnet zu werden, ist unsere Ausstellung ja darauf angelegt, dass sie ergänzt werden kann, dass daran weitergearbeitet werden kann. Und wir forschen ja auch genauso dazu weiter. Das heißt, wir stoßen natürlich auch immer wieder auf neue Punkte und möchten die natürlich dann auch entsprechend erweitern und ergänzen. Aber kommen wir zur Gewerbehalle bzw. dem Stadtgarten als Veranstaltungsort zurück. Der Höhepunkt stellt sicherlich das Jahr 1928 dar, also ein Jahr in der kolonialrevisionistischen Zeit. Hier fanden zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt. Hierzu gehörte eine mehrtägige große Kolonialtagung der Deutschen Kolonialgesellschaft und anderer kolonialer Verbände. Die Deutsche Kolonialgesellschaft war eine national agierende Gesellschaft, die überall Unterabteilung hatte, so auch in Stuttgart. Die Tagungsorte für die Hauptversammlung wanderten jährlich und 1928 war eben Stuttgart an der Reihe. Zu der Kolonialtagung gesellte sich dann aber auch noch eine große Kolonialausstellung. Zu sehen sind hier das Werbeplakat der Ausstellung sowie eine Seite aus dem Schwäbischen Bilderblatt, das Impressionen rund um diese Veranstaltung zeigt. Diese Ausstellung wurde von dem Trägerverein des Lindt-Museums maßgeblich mitgestaltet, in Persona von Theodor Wanner, dem damaligen Vereinsvorsitzenden, nachdem auch der Vortragssaal im Lindt-Museum benannt ist, in dem wir uns heute unter normalen Umständen ja gesehen hätten. Wanner war zudem auch der Gründer des Deutschen Auslandsinstituts, dem Vorläufer des heutigen Instituts für Auslandsbeziehungen am Charlottenplatz. Für die Organisation der Veranstaltung wurde ein eigener Verein gegründet. Hier sehen wir den Briefkopf, der auch nochmal die beteiligten Institutionen benennt. Zudem haben wir hier auch wieder typische koloniale Darstellungsweisen. Wir sehen hier wieder, wie die einfachen Träger die Waren zu den jetzt mal modernen, zivilisierten großen Schiffen transportieren und so die Kolonien und die Menschen wieder ausgebeutet werden. Im Rahmen dieser Tagung bzw. dieser Ausstellung verlautbarte der Stuttgarter Oberbürgermeister Karl Lautenschlager auch folgende Worte. Ich zitiere, der Kolonialgedanke hat stets in Schwaben einen besonders guten Boden gehabt. Wie schwäbische Siedler und Wanderer zu allen Zeiten hinausgezogen sind, um in fremden Ländern als Pioniere von Wirtschaft und Kultur zu wirken. So haben sich Söhne Schwabens an der jungen deutschen Kolonialpolitik aufs Eifrigste beteiligt und enge Verbindungsfäden liefen von den Kolonien nach dem Schwabenlande, wo unsere Industrie im steigenden Maße Abnehmerin kolonialer Erzeugnisse wurde. So ist es kein Wunder, dass der koloniale Gedanke in Württemberg feste Wurzeln schlug und es begrüßt die Stadt Stuttgart im Festgewand ihres Frühlingsschmuckes die Männer und Frauen, die sich heute zur Aufgabe setzen, die Erinnerung an eine stolze und aufstrebende Zeit zu bewahren und in unserer Jugend das Andenken an eine tapfere und erfolgreiche Pionierleistung wachzuhalten. Zitat Ende. Diese Aussage verdeutlicht natürlich sehr stark, wie die auch die Haltung der Stadt zu Kolonialismus war. Doch aber wie sah jetzt eigentlich diese Ausstellung aus? Was konnte man sich denn darunter vorstellen? Wir haben den Vorteil im Lindt-Museum, dass wir hier zahlreiches Archiv und auch Fotomaterial zu dieser Ausstellung haben. Wir können jetzt quasi auch etwas nachvollziehen, was denn etwa die 200.000 Besucher, die damals diese Ausstellung besuchten, dort auch sehen konnten. Hauptsächlich wurden dort Dioramen gezeigt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Diorama in der Halle, das Neuguinea darstellen soll. Als ein weiteres Bild haben wir hier zum Beispiel eine Elefantenjagd. Hier soll nun eine Hafenszene in Dar es Salaam, also in dem heutigen Tansania, dargestellt werden. Oder auch hier quasi nochmal eine Impression aus Togo. Man wollte die Kolonien in die schwäbische Metropole bringen und diese nicht nur mit diesen Dioramen und mit diesen Schaupuppen, sondern man versuchte es auch möglichst plastisch darzustellen. Es gab während der Ausstellung auch ein Kolonialkino,
indem man Filme wie Deutsche Kolonisation am Kamerunberg oder das Kolonialland Afrika anschauen konnte. Und um das Erlebnis noch unterhaltsamer und noch plastischer zu gestalten, fand zudem noch eine Völkerschau statt, wie man ja auch auf dem Plakat erkennen konnte. Anders als bei der Kolonialausstellung gibt es zu dieser Völkerschau aber kaum Bildmaterial. Völkerschauen waren zur Schaustellung von Menschen, die die konstruierte Differenz zwischen den anderen und dem, also dem Fremden und dem eigenen, manifestierten, das Wilde und das Zivilisierte gegenüberstellten, so quasi eine konstruierte Differenz hervorriefen. Diese Menschen wurden dabei regelrecht weggerafft. Völkerschauen gehörten aber ganz allgemein zur Unterhaltungskultur der damaligen Zeit, waren ganz selbstverständlicher Teil davon und waren auch Besuchermagnete. Daher ist es auch nicht ungewöhnlich, dass zahlreiche weitere Völkerschauen in Stuttgart stattfanden, worauf in der Ausstellung auch detaillierter eingegangen wird und es eine Aufzählung aller bisher bekannter und nicht gerade weniger Völkerschauen gibt. Viele davon fanden auch in Zoos statt. So auch in Stuttgart. In Stuttgart gab es früher Nils Tiergarten. Die Menschen wurden wie Tiere vorgeführt und man kann diese zur Schaustellung daher auch als einen Menschenzoo bezeichnen. Nils Tiergarten, den habe ich nun hier auch einmal in der Karte markiert, da man eben diesen auch heute nicht mehr sehen kann. Es gibt auch keine Reste mehr davon, die man anschauen könnte. Er befand sich in der Arzenbergstraße, also auch jetzt nicht wahnsinnig weit weg vom Museum. Dort gab es dann zum Beispiel auch eine Völkerwiese, auf der dann diese Völkerschauen stattfanden. Im Sommer konnte man sich quasi Völkerschauen anschauen und im Winter konnte man auf dieser Wiese dann Schlitten fahren, Schlittschuh laufen etc. Abgesehen von diesen Völkerschauen gibt es aber auch noch ein anderes gesellschaftliches Thema, das sehr wichtig war für das Bild von Kolonialismus. Und das ist nämlich das Vereins- und Vortragswesen, das ebenfalls sehr stark kolonial geprägt war. Hierfür möchte ich nochmal auf die Aktivitäten des Württembergischen Vereins für Handelsgeografie eingehen. Neben dem Museum gehörten die Vorträge des Vereins zu den zentralen Elementen der Vereinstätigkeit. Der Verein stellte regelmäßig Vortragsserien zusammen, die oftmals sehr gut besucht waren, das heißt von mehreren hundert Zuhörern. Hier stellt sich natürlich aber auch wieder die Frage, was für Vorträge waren das? Welche Bilder wurden von dem Verein oder auch von diesen Vorträgen vermittelt? Es waren vorwiegend ethnologische, geografische oder naturkundliche Vorträge. Ihre Titel klangen oftmals ganz harmlos, ganz normal, wo man sich jetzt eigentlich nichts groß vorstellen könnte, was irgendwie einen kolonialen Bezug hat. Aber man kann davon ausgehen, dass selbst neutral klingende Vortragstitel entsprechende koloniale Sichtweisen verbreiteten. Gerade wenn es um irgendwelche Reiseberichte von Forschern oder sogar gar Militärs handelte, die von ihren Erlebnissen in den Kolonien berichteten. In der Ausstellung können Sie zum Beispiel auch eine Auflistung sämtlicher Vorträge des Vereins zwischen 1882 und 1943 einsehen. Eine Liste mit mehreren hundert Einträgen. Beispiele von Rednern, bei denen der Inhalt klarer zu erkennen ist und zudem, also ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Sir Harry Johnston, ehemaliger britischer Gouverneur von Uganda, der 1910 über die Rassen Afrikas und 1911 über die kolonisierenden Rassen der Welt sprach. Oder ein anderes Beispiel, wozu wir hier auch die Vortragsankündigung sehen, ist die Zukunft der schwarzen Rasse und Deutschlands Anteil an derselben, aus dem Jahre 1920 von dem Ordensbruder Fischer der Liebenzeller Gemeinschaft Berghausen. Solche Vorträge waren nicht ungewöhnlich und gehörten zum normalen gesellschaftlichen, kulturellen Leben einfach dazu. So wie ich jetzt heute Abend hier einen Vortrag über die Aufarbeitung der Kolonialzeit auch spreche. Damals waren es einfach das Relevante. Und da wir uns ja aber mit kolonialen Orten beschäftigen, stellt sich auch wieder die Frage, wo fanden dann denn diese Vorträge statt? Das war nämlich nicht in der Gewerbehalle, sondern im oberen Museum, dem Haus der Museumsgesellschaft bzw. Bürgergesellschaft. Dort fanden die Vorträge statt. Auch dieses Gebäude gibt es heute nicht mehr. Und ich habe jetzt hier einfach mal noch einen Pin auf die Karte gesetzt. Dieses Gebäude lag unweit vom früheren Landesgewerbemuseum, dem heutigen Haus der Wirtschaft, einem ebenfalls mit kolonialen Spuren versehenen Gebäude. Erst ab 1911 fanden die Vorträge dann auch in den eigenen Räumlichkeiten des Museums statt. Die Vorträge sind auch ein Beispiel für die Zusammenarbeit
des Vereins mit anderen kolonialen Vereinigungen. Der Verein für Handelsgeographie unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu anderen Stuttgarter Vereinen, wie zum Beispiel der Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft und auch anderen ähnlichen Vereinen. Man lud sich gegenseitig zu Veranstaltungen ein, organisierte sie gelegentlich sogar auch zusammen. Es bestand auch eine enge personelle Verflechtung. 1911 waren etwa 38 Mitglieder der Abteilung Stuttgart der Deutschen Kolonialgesellschaft auch Mitglied im Trägerverein des Museums. Genauso betraf das auch den Vorstand, wo es sogar 71% waren. Das heißt, man hatte hier sehr starke personelle Überschneidungen. Sogar Graf Linden war zum Beispiel auch Mitglied der Deutschen Kolonialgesellschaft. Auch unterstützte der Verein andere Ausstellungen oder auch andere Aktionen der Kolonialbewegung. Und das nicht nur während der Kolonialzeit, sondern bis auch in die 1940er Jahre hinein. Das Museum verlieh Objekte, sei es zum Beispiel für eine Ausstellung in der Werksbibliothek beim Daimler, sei es für Schaufensterausstellungen. Und das Museum beteiligte sich somit also quasi auch an kolonialpropagandistischen Aktionen. Man kann also sagen, dass das Museum und der Trägerverein zu den zentralen kolonialen Akteuren in Stuttgart zählten und es eigentlich keinen Weg daran vorbei gibt, wenn man sich mit der kolonialen Vergangenheit Stuttgarts beschäftigen möchte, dass man diesen Verein nicht betrachtet. Denn er hat maßgeblich das Bild von Kolonismus und das gesellschaftliche Leben geprägt. An diesem Punkt möchte ich nun zu einem Ende kommen mit den Ausführungen zum Museum. Und zum Abschluss möchte ich da einfach noch einen Kartenausschnitt aus dem Jahre 1939 einblenden. Diese Karte haben wir jetzt ja schon mehrfach gesehen. Und die stammt eben aus dem Jahre 1939. Ich habe da jetzt einfach verschiedene weitere Pins noch eingezeichnet, die dann auch bei dem zweiten Vortrag am 13. Januar dann noch behandelt werden sollen. Und selbst das ist nur eine minimale Auswahl an Orten, die man behandeln könnte. Es gibt noch viel, viel mehr, wo jetzt einfach natürlich auch die Zeit fehlt, um auf alle einzugehen. Und dann werde ich auch natürlich erklären, warum ich jetzt quasi eine Karte von Stuttgart aus dem Jahre 1939 nehme und nicht vielleicht eine aus der Kolonialzeit. Die Auflösung erfolgt dann am 13. Januar oder natürlich, wenn sie dann auch in die Ausstellung kommen, denn dort werden sie es dann auch sehen. Ich freue mich darauf, zahlreiche von Ihnen dann auch wieder am 13. Januar begrüßen zu dürfen oder dann eben auch, wenn die Ausstellung eröffnet hat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Himmelsbach, für diesen sehr informativen Vortrag. Wenn ich so auf den Chat schaue, ist vor allen Dingen eine inhaltliche Frage zunächst gekommen. Frau Brigitte Sölch fragt oder ist daran interessiert, ob es eventuell auch Überlegungen gibt, die Orte selbst im Stadtraum ähnlich wie Objekte im Museum mit Informationen zu bespielen? Also unserer Seite aus, in der, im öffentlichen Raum jetzt nicht. Wir haben natürlich jetzt viele dieser Denkmäler oder was wir halt auch aufgefüllt haben, haben wir in der Ausstellung auch noch mit weitergehenden Informationen darüber, also auch vielleicht zur Historie dazu, warum die aufgestellt wurden, wann die aufgestellt wurden. Aber dass jetzt konkret natürlich da jetzt irgendwelche Aktionen oder sowas bei uns geplant werden, ist jetzt nicht der Fall. Das ist ja, auch jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe dann, da es ja auch öffentlicher Raum ist. Das betrifft ja genauso wie auch allein schon das Eingangsportal, bei dem wir ja auch relativ begrenzt sind in unseren Möglichkeiten, da es denkmalgeschützt ist. Klar, aber das ist sicherlich schon eine spannende Frage, Herr Himmelsbach, ne? Wie man mit diesen Momenten umgeht, die sicherlich auch noch in den nächsten Begleitprogrammen auch noch mal zur Sprache kommen wird, oder? Genau, am 13. Januar findet ja extra dazu eine Podiumsdiskussion dazu statt, wo ja eben auch diese Frage zum Umgang mit dem kolonialen Erbe, wo natürlich dann auch eben diese Denkmäler dazugehören, auch behandelt werden. Und natürlich da ist dann auch dann der Herr Gegenfurtner vom Kulturamt der Stadt Stuttgart dabei, der natürlich dazu dann auch entsprechend Stellung beziehen kann. Okay. Eine weitere Frage von Herrn Lukas Lober ist, ob Sie noch etwas zur Familie von Linden sagen können. Ja, also zur Familie von Linden ist es so, Graf Linden selber hat zum Beispiel keine Kinder, also keine Nachfahren.
Ansonsten ist auch über die Biografie von Graf Linden nicht so wahnsinnig viel bekannt. Also wir wissen, dass er Jurist war, dass er in Tübingen also Jura studiert hat und auch, glaube ich, auch irgendwas mit Wirtschaft. Und aber vermutlich selber nie in den Kolonien war, aber einfach nur ein Interesse hatte an, ich sag jetzt mal, an alten Objekten, an also quasi auch Antiquitäten sammelte und dann halt irgendwann auch quasi auf das Museum aufmerksam wurde und auch in diesem Verein quasi seine zweite berufliche Heimat sozusagen gefunden hat. Dann eine nächste Frage von Claudia Kruse. Was wissen wir über die Mitglieder des Vereins? Über die Mitglieder des Vereins, das müsste man dann wahrscheinlich erstmal etwas präzisieren. Also allein der Verein, also der Trägerverein des Museums hatte, glaube ich, in Vorkriegszeiten 1500, 1600 Mitglieder. Also das war jetzt dann auch keine kleine Organisation, sondern eine ziemlich große. Natürlich haben wir uns auch mit vielen, ich sage jetzt mal, mit den eher bekannteren oder den prägenden Persönlichkeiten beschäftigt. Da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Personen abseits von Graf Linden, die dann da eine entsprechende Rolle gespielt haben, die wir aber natürlich auch nicht alle behandeln können. Bei vielen wissen wir auch leider noch zu wenig. Aber das sind auch noch Themen, die uns auch in der Zukunft beschäftigen werden, die auch dem noch weiter nachgehen müssen. Vielen Dank. Herr Michael Rosser möchte wissen, das Museum wurde ja im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört. Wurden die Bestände auch teilweise zerstört? Ja. Der Großteil der Objekte wurde ausgelagert, also noch bevor der Angriff bzw. der Brand war. Deswegen haben wir jetzt quasi nicht so wahnsinnig viele Verluste, aber nicht alles konnte weggebracht werden. Hauptsächlich auch große Objekte, die quasi dann dort noch gelagert wurden, sind dann quasi dem entsprechenden Brand zum Opfer gefallen. Also Kriegsverluste gibt es, aber Gott sei Dank konnte der Großteil ausgelagert werden. Okay, dann gibt es noch eine Frage. Mich würde interessieren, wie die Situation beim Landesdenkmalamt hinsichtlich kolonialzeitlicher, fragwürdiger Darstellungen an öffentlichen Gebäuden ist. Das ist natürlich vielleicht nicht eine Frage, die wir unbedingt beantworten können, oder Herr Himmelsbach? Nein, das müsste man eben das entsprechende Landesamt für Denkmalschutz hier dann befragen. So. Dann die Frage, warum heißen wir immer noch Lindenmuseum? Wird über einen Namenswechsel gesprochen? Darf ich da vielleicht darauf antworten? Ja, das hätte ich jetzt auch gerne an Sie abgegeben. Okay. Ja, natürlich. Wir überlegen ja gerade, es gibt sehr viele interne Reflexionen über das Haus und wir denken vor allen Dingen hinsichtlich eines mittelfristigen Neubaus, einer Neukonzeption darüber nach, welches Museum, wie ein ethnologisches Museum in der Zukunft aussehen soll in Stuttgart. Und wir möchten natürlich in das neue Haus mit einem neuen Namen gehen. Wir halten aber nicht so viel davon, wirklich die Namen zu ändern, ohne wirklich einen tiefer gehenden Wechsel innerhalb des Museums schon erreicht zu haben. Wir wissen, dass sich viele Häuser umgenannt haben in der letzten Zeit, aber wir nehmen uns dann noch ein bisschen Zeit mit. Übrigens können Sie in der Ausstellung auch Vorschläge machen, wie das Lindenmuseum heißen soll. Da sind wir sehr drauf gespannt. Jetzt kommen ganz viele Fragen. Wie interpretieren Menschen aus den ehemaligen Kolonien die Darstellung aus der Kolonialzeit an Gebäuden oder in der Ausstellung? Das ist ja auch wieder eine Frage, die ja eher nicht an uns gerichtet ist, da wir selber in dem Fall ja nicht die betroffenen Personen sind. Deswegen würde ich mir da jetzt kein Urteil ermaßen. Das ist wirklich eine schwierige Frage, ja, die wir eher in den dialogischen Prozessen mit Vertreterinnen und Vertretern aus diesen Herkunftsgesellschaften vielleicht eher besprechen. Sicherlich auch etwas, was Teil unserer dialogischen Prozesse auch für die Zukunft sein wird. In vielen Städten findet die koloniale Aufarbeitung und die Organisation dekolonialer Stadtrundgänge durch zivilgesellschaftliche Initiativen statt. Großartig, dass in Stuttgart dieses Bewusstsein vom Museum selbst kommt. Vielen Dank.
Wie schaffen wir es, dass sich auch andere ethnologische Museen den Forderungen der Initiativen stellen? Also ich glaube, wir können einfach nur durch diese Ausstellung, durch die Begleitprogramme einen Beitrag dazu leisten, dass diese Diskussion weitergeht, dass die Gesellschaft, dass sie gesamtgesellschaftlich gesehen wird. Und viele ethnologische Häuser sind schon auf diesem Weg. Ich glaube, dass es wirklich ein guter Weg ist, den wir mittlerweile eingeschlagen haben. Man muss ja dazu auch sagen, Entschuldigung, bitte. Ja, man muss ja dazu sagen, dass diese Ausstellung jetzt auch nur ein erster Schritt ist. Also das ist quasi der Beginn der Auseinandersetzung und die soll natürlich auch noch weitergehen. Also da sind wir natürlich auch auf die Mitarbeit und Zuarbeit anderer Institutionen, anderer Gremien oder auch anderer Initiativen natürlich angewiesen und arbeiten natürlich auch sehr gerne mit denen zusammen, um eben auch diesen Diskurs oder diese Debatte einfach weiter fortzuführen. Dann zum Beispiel eine weitere Frage, es sind sehr viele, warum sind die Objekte bis heute nicht an Herkunftsgesellschaft zurückgegeben? Tja, daran arbeiten wir in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften. Jede Gesellschaft möchte die Objekte zurück. Manche Gesellschaften sehen durchaus auch diese Objekte als Mittler oder als Botschafter. Einige möchten sie zurück und es sollte aber eine gemeinschaftliche Entscheidung werden. Was meinen Sie dazu, Herr Himmelsbach? Möchten Sie noch als Provenienzforscher vielleicht noch was dazu sagen? Ich kann Ihnen nur vollkommen zustimmen. Ich meine, wir haben ja auch schon Objekte zurückgegeben. So ist es ja nicht. Natürlich ist es natürlich immer ein Aushandlungsprozess, weil ja auch immer erstmal geklärt muss, ist es eine berechtigte Rückfrage, an wen wird denn überhaupt zurückgegeben? Das sind natürlich auch Prozesse, die sehr lange dauern und auch natürlich mit entsprechenden Aushandlungen auch beschäftigt sind. Aber natürlich ist ja bei uns auch der Wille vorhanden, eben das auch zu machen. Also wir verwehren ja nicht. Dann eine Frage, woher kam die Initiative, dass Provenienzforschung im Lindenmuseum betrieben wurde? Sind die Bestände in den Kellern des Lindenmuseums öffentlich aufgelistet? Falls nein, warum nicht? Möchten Sie antworten? Ja, das ist ja wieder Ihr Metier eigentlich. Ne? Okay, also seit Sie haben mich ja eingestellt. Für uns ist die Provenienzforschung wirklich ein sehr wichtiger Teil dieser Aufarbeitung der Kolonialzeit. Wir haben zunächst begonnen, die Provenienzforschung für die NS-Zeit durchzuführen. Dann haben wir seit 2016 als eines der ersten Museen in Deutschland Provenienzforschung zur Kolonialzeit begonnen und machen das im Moment mit zwei Stellen, die an Projekten gekoppelt sind. Und aber ab nächstes Jahr haben wir mit Hilfe des MBKs und auch der Stadt eine Stelle für Provenienzforschung Kolonialzeit am Haus etablieren können, weil wir das sehr wichtig finden, da weiterhin daran zu arbeiten. Okay, vielleicht noch eine Frage. Welche Quellen kann man untersuchen, um die zeitgenössische koloniale Stimmung zu erfassen? Na, da ist es eigentlich die einfachste, die gängigste Quelle sind die Printmedien, sei es Zeitungen. Also da erfährt man natürlich, was für Themen quasi vorherrschend waren in der, sag ich mal, im gesellschaftlichen Diskurs, wie auch die Stimmung dazu waren. Man hat natürlich auch entsprechende Zeitungen aus unterschiedlichen Milieus, wo natürlich dann auch wieder unterschiedliche Perspektiven reinkommen. Das heißt, wenn man einfach so ein Stimmungsbild haben möchte, dann ran an die Zeitungen und auswerten. Okay, dann noch eine Frage. Gibt es dialogische Prozesse bereits mit Betroffenen des Kolonialismus und des deutschen Kolonialismus? Das darf ich vielleicht wieder beantworten. Ja, wir haben sehr viele dialogische Prozesse, zum Beispiel innerhalb der Namibia-Initiative des Landes Baden-Württemberg haben wir ein Projekt. Wir haben auch ein Projekt mit Kamerun gehabt. Wir haben in der Südsee auch verschiedene Projekte. Also da laufen im Lindenmuseum sehr viele Projekte dazu.
So, dann, ich glaube, das waren jetzt alle. Die zweite Frage haben Sie vergessen. Sind die Bestände in den Kellern des Lindenmuseums öffentlich einsehbar? Nein, also in einem Depot eines Museums, sie sind öffentlich schon, aber nicht jetzt für jedermann zugänglich. Also wenn es Vertreterinnen und Vertretern zum Beispiel aus den Herkunftsgesellschaften kommen, ist natürlich klar, dass sie ins Depot können. Sie bekommen Listen. Wir haben jetzt auch unsere Online-Sammlung digital vor kurzem gelauncht, wo wir nach und nach immer mehr Sammlungen öffentlich machen, transparent machen. Aber es ist jetzt nicht öffentlich, ein öffentlicher Raum in dem Sinne, dass man wirklich als Besucher dort hineingehen könnte. Es ist vor allen Dingen die Problematik dabei, der Kontaminierung der Objekte zu beachten. Habe ich damit Ihre Frage hoffentlich beantwortet? So. Oh, jetzt kommt noch eine ganz lange Frage. Vielleicht nehmen wir die an den Schluss. Auch in Stuttgart gibt es zivilgesellschaftliche Initiativen, die zur Aufbereitung der Kolonialgeschichte arbeiten, vor allem unter Einbeziehen der Perspektive aus der jeweiligen betroffenen Ländern der deutschen Kolonialzeit und unter Einbeziehen der Perspektive und Menschen, die bis heute betroffen sind von den Folgen der Kolonialzeit. Letztes Jahr fand ein Stadtrundgang im Rahmen der internationalen Rassismus statt und in diesem Jahr im Rahmen der irritierten Stadt. Ja, genau. Vielen Dank. Da haben wir ja entsprechend kooperiert. Ja, wir versuchen auch, also wir sind uns sehr bewusst darüber, dass es da sehr viele Initiativen gibt. Und wie Herr Himmelsbach schon gesagt hat, diese Ausstellung bringt erstmals unseren Blick rein, dass man das noch in die Breite gehen muss, ist klar für die Zukunft. Gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Himmelsbach, für den tollen Vortrag und bei all den Kommentaren, die Sie geschickt haben und Fragen. Es wurde schon gesagt, der zweite Teil oder ein weiterer Teil dieses Vortrages folgt am 13. Januar, vermutlich auch digital, in digitaler Form. Da werden wir weiter über das koloniale Erbe in der Stadt sprechen, eine Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Stadtarchiv stattfindet. Also danke an alle und drücken Sie uns die Daumen, dass wir bald wieder aufmachen können und dass Sie diese bedeutende Ausstellung sehen können. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich daran beteiligen, auch an den Fragen zur Zukunft des Lindenmuseums und zur Aufbereitung der Kolonialdenkmäler in Stuttgart. Vielen Dank. Ich danke auch.